Das also ist des Pudels Kern. In Weimar dreht sich fast alles um Goethe. Hier war Goethe, das kann man in Weimar an ganz vielen Orten sagen. An diesem Mann komme ich in Weimar nicht vorbei. Das Goethehaus. 50 Jahre hat er hier gelebt und man muss, wenn man in Weimar war, einmal drin gewesen sein. Zu sehen sind hier etwa seine überraschend schlichten Wohnräume und sein Arbeitszimmer. Sie müssen hier diese Schuhe tragen, um den Boden zu schonen. Auch hier hat Goethe quasi gewohnt. Wir sind hier in einem zentralen Ort der Weimarer Klassik. Goethe ist eine der zentralen Figuren für diesen Ort. Er war Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Ein Meisterwerk aus dem Rokoko. Besonders hervorzuheben ist, dass hier vom Architekten ein ovaler Raum geschaffen wurde, der eine besondere Wirkung durch die Galerien entwickelt. Was ich hier aus dem Regal nehme, ist eine erste Ausgabe der Bibelübersetzung von Martin Luther. Auch bei meinem winterlichen Spaziergang durch die Altstadt hat mich der Dichterfürst verfolgt. Im Ginkgo-Museum gibt es nicht nur Goethes Lieblingspflanze, sondern auch allerlei Souvenirs zu erstehen. Vor dem Stadttheater steht Goethe Hand in Hand mit Schiller. Weimar ist eine schöne, zwar kleine Stadt, aber mit unheimlich vielen Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel dem Stadtschloss. Hier hat eigentlich alles seinen Anfang genommen. Wäre das Weimarer Herzoghaus nicht schon sehr zeitig sehr liberal gewesen, wäre Weimar heute nicht so berühmt. Des Pudelskern sozusagen. Ne? Des Pudelskern. Die Weimarer Herzöge haben dafür gesorgt, dass Kunst und Kultur gedeihen konnten. Goethe, Schiller kamen dann hinterher, Franz Liszt, vorher war Johann Sebastian Bach. Das alles haben wir unseren Herzögen zu verdanken. Vor dem Rathaus habe ich dann Appetit bekommen. Wir hätten gerne 3 Bratwürste. Das ist die Thüringer Rostbratwurst. Ganz wichtig, Schweinefleisch, Majoran und Kümmel. Jeder Fleischer hat da noch so sein Geheimrezept, was drin sein muss. Also des Pudels Kern wird nicht verraten? Nein, das ist streng geheim.